Typ ist ein Hausschwein. Der eine rein optisch, das sind die kleinen schwarzen Schweine mit den längeren Beinen und den spitzen Ohren, sehen ganz knuffig aus. So ist es halt in der Tierwelt, alles was knuffig aussieht, schmeckt auch ganz gut. Weil also Fortlecke ist halt nicht nur wie ein junges Kalb. Und das ist bei den Schweinen halt auch, bei den Schweinen ist es halt extrem, dass es halt ein, ein Hausschwein ist, aber ein freilaufendes Schwein ist, wird halt mit Mäuschen ernährt. Und da es halt viel Bewegung hat, wird es halt auch in dem Geschmack halt gleich wesentlich anders sein. Also das kann man nicht annähernd vergleichen mit dem Schweinefleisch aus dem Supermarkt. Wenn wir das bald anbraten, ist es bald auch wirklich saftig oder die Pfanne läuft nicht voll Fett oder voll Wasser. Und das hat man vielleicht in Deutschland vor 30, 40 Jahren gehabt. Ich meine, mein Zeitalter ist es auch nicht mehr. Aber heutzutage die Schweinesorten oder die Schweinesteaks, die man im Supermarkt kaufen kann, die sind entweder mariniert oder schmecken nach nichts. Und dementsprechend sagen schon viele Leute, dass sie halt nur noch Rind oder Geflügel essen. Das liegt aber eigentlich nur daran, dass das Schweinefleisch halt einfach so hochgezüchtet wird. Und auch mit Antibiotika, die Tiere behandelt werden, die normalen Schweine, bei denen Schweine...